Kopf. Vorsichtig aufstehen. Verdammt. Echo, was war das? Eine extern programmierte Erinnerung mit Zugriff auf visuelle Traumdaten ihrer Memory Cloud. Jemand war fähig, mein Sicherheitssystem zu umgehen. Ich konnte die Bedrohung allerdings bekämpfen und habe neu modifizierte Sicherheitsbarrieren aktiviert. Ein erneuter Angriff würde fehlschlagen. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Echo, wieso konnte das überhaupt passieren? Hast du nicht irgendwie... Nur ein Kryptograph der Memory Cloud Technologies besitzt das Wissen und die Befugnis, einen solchen Virus zu installieren. Ich koppel mich von der Master Control Einheit meines Herstellers ab, um dir separate verdeckte Ermittlungen zu ermöglichen. Okay. Darfst du das überhaupt? War denn hier irgendwie so eine Art Blockade eingebaut, dass du nicht gegen deinen eigenen Hersteller vorgehen kannst? Ich gehöre meinem Nutzer und nicht meinem Hersteller. Danke dir jedenfalls. Und danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das hat sich so angefühlt, als wäre ich wirklich gestorben. Und diese Schmerzen. Ich spüre immer noch diese Angst, die ich hatte. Außerdem, ich habe das Logbuch 034 gestartet. Es ist der 12.01.2951, wir befinden uns auf Port Tressler und keine neuen Termine wurden eingetragen. Du hast 4 Stunden geschlafen und bist halbwegs ausgeruht. Ausgeruht ist relativ. Okay. Ich werde mir jetzt erstmal was zu trinken haben müssen. Dieser Traum hat sich wirklich real angefühlt. Das ist kaum zu beschreiben, wie schmerzhaft das war. Die externe Programmierung hat es ermöglicht, das Schmerzempfinden zu simulieren. Auch immer wer das gemacht hat, der wollte irgendwas wissen. Irgendetwas über Destin Rim. Und er dachte vermutlich, dass ich weiß, wo er und mein Onkel sich befinden, nachdem sie nach der ganzen schwarzen Wolke verschwunden sind aus dem Stanton-System. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Master Control Zugriff vom Hersteller Memory Cloud Technologies wurde ab sofort blockiert. Keine weiteren Angriffe möglich. Ich vermute nicht, dass es Memory Cloud Technologies war. Es ist durchaus möglich, dass sich ein Dritter in die Memory Cloud Technology Systeme eingehackt hat, um diesen Virus in deine Memory Cloud zu installieren. Ecke, magst du mir einmal noch mal erzählen, wo jeder einzelne von Tür gerade ist? Dann mal die Aufgabenfelder wiederholen. Damit ist die aktuelle Beschäftigung gemeint, richtig? Ja genau, die derzeitige Aktivität, nicht die allgemeine Aufgabenzuteilung. Amöbe befindet sich auf der Ostara und trägt die letzten Daten der neuen Rekruten ein. Die Rekrutengruppe 1 der 1. und 2. Fliegertruppe ist wie folgt beschäftigt. Wolfsoffiziersanwärter Zia Rune optimiert die Brückensysteme der Ostara. Wolfsoffiziersanwärterin Kama Harun optimiert die Brückensysteme der Ostara. Jungwolf Kurat säubert die Mannschaftsquartiere der Ostara. Jungwolf Zeno übernimmt die derzeitige Wachschicht bei Xenon Tormento in seinem Apartment in New Babbage. Wolfsoffiziersanwärter Arix Olofsson widmet sich der geologischen Analyse Micropacks, um unsere Datenbank zu aktualisieren. Weitere Wölfe befinden sich auf Grimhex. Ja, danke der Echo. Also die in Grimhex brauche ich gerade nicht. Verstanden. So. Jetzt soll ich mir irgendwo was zu trinken holen. Irgendein Vorschlag für mich, Echo, was ich hier jetzt so deiner Meinung nach eher trinken sollte als eine Fizz-Cola? Ich empfehle gesundes, reines Westerlwasser. Ja, und wo bekomme ich das her? Ach, da vorne. Ach ja. Vesselwater. Bist du jetzt zufrieden, Echo? Vielen Dank übrigens. Mhm. Ja. Das macht mich zur überglücklichsten künstlichen Intelligenz in ganz Stanton. United Empire of Thresh. Gotta wash. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass du auch Gefühle entwickeln kannst. Na, wenigstens bist du glücklich. Das freut mich sehr. Und wie schmeckt
es dir? Ja, schmeckt gut. Also nicht so gut wie die Face-Cola, aber ich bin zufrieden. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Berthold Auerbach. Danke. Auch immer, wer das ist. Gibt's den Arroyce? Ach ja. Wie lange übernachte ich jetzt schon hier auf Port Tressler und mir ist nie aufgefallen, dass es ein Arroyce ist. Aber ein Green Gathers gibt's hier nicht, oder? Nur diese Burrito-Bar hier. Alles klar. What? Haben Sie wirklich schön gemacht. Da kann ich dir nur zustimmen. Ecke, magst du Sirun einmal zukommen lassen, dass ich ihn treffen möchte? Er soll sich, sagen wir mal, in 2 Stunden ungefähr, dass wir uns an den Terminals hier treffen. Ich brauche einen Piloten. Welchen Grund soll ich ihn nennen? Keine weitere Auftragsbeschreibung, einfach nur die Bitte, dass er einmal dort auf mich wartet. Danke. Verstanden, wird gemacht. Danke dir, Echo. Jetzt fühle ich mich gut. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einmal eine Fist-Cola und dann bin ich zufrieden. Tag, moin. Ist hier noch Platz vielleicht? Ich setze mich mal dazu, wenn ich darf. Danke. Sirun, du, wir haben eventuell einen neuen Auftrag bekommen. Erzähl mir ruhig mehr. Das ist relativ sensibel. Jedenfalls, du als Pilot wirst eine relativ große Verantwortung haben. Und da wir gerade nicht so viele Leute da haben, bekommst du auf jeden Fall einen Teil der Einsatzleitung. Wir haben noch lange nicht genügend Leute dafür. Entschuldigung. Hallo, moin. Oh, bin gerade gegen die Wand gelaufen. Ich habe zufällig gerade gehört hier, dass ihr euch unterhalten habt. Zufällig. Moin, hallo. Ja. Ich erstmal. Marc, hi. Ich bin gerade ganz neu hier angekommen und ich habe gehört, dass ihr nach Leuten sucht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, tatsächlich schon. Das ist da drüben übrigens Sirun. Mein Name ist Kjeld. Moin. Ich stehe mal auf. So. So. Wie war der Name nochmal? Archetype, aber eigentlich Marc. Marc. Mich nennt nur jeder Archetype. Und wie sollen wir dich nennen? Archetype wäre schon schön. Dann wüsste ich wenigstens, wer gemeint ist. Alles klar, dann. Schickes T-Shirt. Grüß dich. Darf ich mich zu euch setzen? Natürlich, setz dich ruhig auf meinen Platz. Muss mir eh mal ein bisschen die Beine vertreten hier. Erzähl mal, du suchst also nach Arbeit, richtig? Genau, ich bin ganz neu in diesem Geschäft. Ich setze mir hier auf diese Kante. So. Ja, perfekt. Sehr schön. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hurston, aus dem System, aus dem Planetensystem und war jetzt allerdings ein Monat ungefähr. Was hat der denn da mit meinem Gesicht? Vor einem Monat jetzt in Crusader. Und hat, es hat sich so ergeben, dass ich ein bisschen die Location wechseln will und einig wollte ich quasi einen neuen Job in New Babbage, Microtech suchen. Und das sind meine ersten paar Minuten, die ich jetzt hier bin und ich habe zufällig euer Gespräch gehört und ja, ich bin einig offen für alles. Eigentlich geht es mir darum, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Ich bin etwas knapper Kasse gerade. Okay, ja. Würde sich anbieten dann. Sirun und ich gehören zu einem privaten Sicherheitsunternehmen. Wir arbeiten auch eng mit Microtech zusammen, also wir sind keine zwielichtigen Piraten. Das sagen sie erstmal alle. Ja, es wäre natürlich auch wichtig, wenn kein... Was heißt denn Sicherheitsfirma? Was ist denn eure Aufgabe? Ja, also die Branche ist ja riesig und wir beschäftigen uns vor allem mit Aufklärung und Begleitschutz und Personenschutz derzeit. Das ist, und auch Objektschutz fällt auch mit dazu. Ich weiß nicht, hast du mal von Grimhex gehört? Ja, da war ich neulich. Ach, wirklich? Ja. Nicht schlecht. Ja gut, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen falsch an, aber wir haben uns auf Grimhex gegründet, sind trotzdem nicht
so wie die Leute es halt eben uns vorwerfen, wenn man so erzählt, dass man vom Grimhex kommt. Na, aber ja, wenn du da die Bar kennst, die Old 38. Ja, die, schon mal. Die Türsteher dort. Die Türsteher dort kommen von uns. Das sind wir quasi. Na, da schau einer an. Mhm. Und ja, es gibt auf dem Mond Jela auch noch einige Objekte, die den da dort leisten wir für Crusader Industries tatsächlich als Subunternehmer Objektschutz. Und hier auf Microtech gehören wir zur sogenannten Auxilia One. Das ist eine Hilfstruppe für die Protection Force, in der wir dann zum Beispiel unterschiedliche Aufklärungen und Investigationsaufgaben erledigen. Okay. Und diese Mission, von der ihr gerade erzählt habt, worum ging es da? Also das wäre quasi das, für das ihr eine Person gesucht habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir suchen allgemein eigentlich Leute und wir reden immer mal wieder so über Aufträge. Das ist irgendein Auftrag, den wir bekommen haben. Dort brauchen wir halt eben nur eine funktionierende Besatzung, eine Crew für ein Schiff. Dann ist halt nur die Frage, was du so kannst. Also, wie gesagt, ich bin in Lorville groß geworden, in einem kleinen Vorort. Und ich habe eigentlich schon 3 Semester Medizin studiert, aber dann ist mein Onkel leider gestorben. Und er hat mir diese super tolle Aurora vermacht. Und ich wollte jetzt erst einmal, naja, ich bin jetzt 25 Erdenjahre alt und wollte noch ein bisschen Freelancer-mäßig unterwegs sein, um dann mir später das Medizinstudium weiter finanzieren zu können, eigentlich hauptsächlich. Das weiß noch keiner so genau, aber das ist eigentlich, also erzähl es nicht weiter, nicht meinen Eltern vor allem, denn die wollen eigentlich, dass ich ihre Kneipe übernehme. Ja, nicht schlecht. Sag mal, Serum, braucht Zeno nicht eigentlich noch medizinische Unterstützung? Ja, na klar. Je mehr, desto besser. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt so in weiter Zukunft die kommenden Schiffe jetzt planen, wie die Polaris, da brauchen wir natürlich gutes, geschultes Personal, ne? Mhm. Also auf der Medizinstation. Groß und viele Schiffe schon. Oha. Mein Traum war immer, so eine Cutlass Red zu haben irgendwann. Na, tatsächlich haben wir eine Cutlass Red bei uns im Dienst. Die steht allerdings in Grimhex. Ich hoffe, die darf da auch wegfliegen. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist ja immer so eine Gerüchteküche um Grimhex, ne? Diese alte, verlassene Bergstation, die jetzt voll mit Piraten angeblich sein soll. Klar, die Ninetales haben da natürlich einen sehr großen Einfluss, aber wir haben es geschafft, uns da ein bisschen von zu separieren und einen sehr ansehnlichen Ruf bei Crusader Industries und bei Microtech zu schaffen, weshalb du bei uns auf jeden Fall nicht in zwielichtige Kreise gerätst. Also für uns ist es auch wichtig, dass wir hier mit seriösen Leuten zusammenarbeiten und keinen Schwerverbrechern, die gerade erst aus dem Clasher ausgebrochen sind. Nein, ja, sowas ist mir noch nie passiert. Aber ich denke mal, sonst wärst du auch gar nicht so einfach hier in Port Ressler reingekommen. Nee, ganz genau. Also ich, wie gesagt, ich bin auch ganz frisch in diesem Business, wenn es so sind. Ich bin vor, glaube ich, 3 Monaten das erste Mal, habe ich dann meinen eigenen Flug mit einem Raumschiff gemacht. Da habe ich erst meinen Führerschein gemacht. Also ich bin super, super neu und eigentlich bin ich hier auf verlorenem Posten in dieser Welt, so fühle ich mich manchmal. Deshalb wäre ich super froh, wenn es ein paar Leute geben würde, die sich ein bisschen besser als ich auskennen in dieser großen, großen Welt. Ja, das klingt gut. Also ich denke mal, wir überlegen einmal, wie wir dich einsetzen können. Aber bevor wir über irgendetwas Geschäftliches reden, was haltet ihr davon, wenn wir uns was zu essen holen? Ich habe richtig Kohldampf. Ja, ich habe eben schon hier versucht, einen kleinen Riegel zu essen, aber auf was richtig Deftiges hätte ich auch Lust. Ja. Was ist mit dir, Siro? Ja, ich komme dann auch mit. Sehr gut. Ihr habt gerade erzählt, ihr habt irgendwie eine Ärztin schon oder sowas, medizinisches Personal? Ja, genau. Die Freundin von Siro, richtig? Genau. Die Freundin von mir, sie hat mit mir gedient. Als ich verwundet wurde, hat sie mich wieder gesund gepflegt. Ach, und dann ihr seid beide so schaden gewesen? Ja, dann entstand da so ein gewisses Band bei uns. Verstehe. Wie romantisch. Ja gut, dann worauf habt ihr den Hunger? Ja, da hinten gibt's Pizza, sonst gibt's da unten Burritos, wenn ich das richtig Burritos sehe. Burritos klingt immer gut. Ja, Burritos. Was mit dir? Du auch? Also ich glaube, sonst gibt's da unten aber auch Hotdogs. Ein Burrito und ein Hotdog. Also sucht euch gerne aus, ne? Ich schließe mich bei... Schick dein Mantel, da sieht man doch, das ist doch dieser Mantel, da gibt es am Sonnenangebot auf Grimhex, oder? Ja. Daran erkennt man es. Ja, der Geschmack passt schon mal. Ja, sehr gut. Da ist aber einer eilig, Mensch. Oh, Gott. Ja, sorry. Er liebt seine Hotdogs. Ja, wenn ich Hotdogs höre, dann... Ja.
Also, und du warst schon mal hier im Port Ressa? Oder ist es dein erstes Mal? Einmal war ich vor ein paar Wochen hier. Ich habe mir unten in New Babbage einen Ausrüstungsteil für mein Raumschiff geholt. Aber groß aufgehalten habe ich mich hier nicht. Ich bin dann wieder zurück nach Crusader geflogen. Mhm. Da war halt die Auftragslage am besten. Ja, Crusader bietet relativ viel, genau. So, hier haben wir den Hotdog-Stand. Hier gibt es die Doppel-Hotdogs und die Einzel-Hotdogs, aber wir können dort hinten natürlich auch ein Burrito holen, je nachdem, was ihr so wollt. Hier gibt es auch einen schönen Chili-Hotdog. Gibt es doch hier auch. Ja, bestimmt. Ganz sicher. Ah, Chili-Dog. Moin. Den nehme ich. Darf ich den einmal nehmen? Danke. Wie kostet der? 5? Hier, hast 6. Für dich. Großzügig heute. Hier, darf ich euch einen ausgeben? Ich weiß gar nicht, soll ich ihn hier hinlegen? Dann kann ich dir geben. Ich gebe aus. Danke. Ah, vielen Dank. Ja, klar. Dann, Chili ja. Oder was willst du haben? Ich hab die Doppel hier einmal genommen. Ja, sehr gut. Dann hier einmal den Doppeln auch bezahlen, bitte. Und 5. Du? Oh. Ich hab hier so einen Cruiser Dog. Den ist ja gerade auf Fußboden gefallen. Ach, schade. Ein 9. 3-Sekunden-Regel? Ja, ist. Die Ameisen haben ihn sich schon geholt. Und dann einmal noch so ein. Was ist das? Chili? Cruiser Dog. Cruiser Dog. Den auch noch. So, okay. Wollen wir uns hinsetzen oder? Ja, wir können mir noch weiter erzählen. Ich habe das noch so gerne. Also aber wir können auch gerne, wenn du willst, beim Essen hier ein bisschen rumlaufen. Dann zeigen wir dir Port Ressa, jetzt wo du hier neu bist. Ja, gerne. Ja, also. Das würde mir gefallen. Ich muss erstmal ein Stück Eier hauen. Oh, der ist aber sehr scharf. Oh. Schmecken aber wirklich gut, die Dinger. Ich will gleich nochmal was zu trinken kaufen, glaube ich. Ich liebe meine Hot Dogs. Nee, was? Ich liebe meine Hotdogs, habe ich gesagt. Achso. Genau. Ja, aber wie du siehst, hier im Port Ressa, hier gibt es den Food Court, wo wir uns gerade befinden. Ne? Also wenn du mal so einen, wenn du Hunger hast. Aroys ist hier auch vertreten. Das ist eine Kette, die findest du auch in your Babbage. Okay. Nudelbar. Genau, Pizza, wie du sagtest, dort oben kannst du auch essen. Aroy. Also das ist vielleicht auch interessant für dich, ne? Wenn du Arbeit suchst und von uns Arbeit annimmst. Unser Unternehmen ist derzeit hier ein bisschen stationiert, in der Zeit, wo wir in New Babbage kooperieren mit der Microtech Protection Force. Nun, du würdest dann hier auch eine Schlafkammer zugeteilt bekommen. Ist die hier oben auf Port Ressa, oder? Ja, genau, hier auf Port Ressa würdest du dann eine zugeordnet bekommen. Dann hast du immer einen sicheren kleinen Heimathafen, bevor wir wieder zurück nach Grimhex fliegen. Ne? Okay, und wer ist euer Chef? Wer hat diese Entscheidungskraft, mich als Praktikant sozusagen einzustellen? Das bin tatsächlich ich. Oh, das ist ja perfekt. Genau. Sehr gut. Da muss ich mich ja gut benehmen. Na, aber da wir Subunternehmer vom Microtech sind, besitzen wir noch eine höhere Autoritätskraft. Das ist Thane McMarsh, wenn du den Namen schon mal gehört hast. Der dritte CBDO vom Microtech. Mach mir nichts, klingt aber furchtbar wichtig. Das ist er tatsächlich auch. Und der hat auch die Auxilia One gegründet und der wird auf jeden Fall nochmal eine kleine Einweisung an dich geben, weil wenn du für uns arbeitest, arbeitest du automatisch auch in dieser kurzen Zeit hier für Microtech und die müssen natürlich einmal dein Profil durchchecken, ob alles in Ordnung ist, aber ich bin mir sicher, dass da nichts Kriminelles vorliegt. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, ja. Genau, dann doch ein paar dunkle Flecken vielleicht? Na, nicht so dunkel. Manchmal weiß man ja nicht. Manchmal wird man ja rausgewunken, obwohl man nichts gemacht hat. Sowas kann durchaus passieren, da gebe ich dir recht. Wo ist hier eine Salatbar? Ah, hier gibt's auch noch eine Nudelbar. Ja, falls du auf etwas Schärferes stehst. Ich bewundere gerade die Kräuterbeete, die hier im Tisch eingelassen sind. Kann man immer das kräuterige Zeug direkt auf sein Essen raufkrümeln. Aber ich weiß nicht, was für Pflanzen das sind. Aber falls du dich irgendwie mal umziehen musst, sei es für einen Einsatz oder für einen Ausflug, hier sind die locker. Sehr gut. Kannst du dich dann immer hinbewegen. Ja, solche Stellen gefallen mir immer. Manchmal hocke ich mich hinter irgendwelche Räume. Aber so ist natürlich sehr viel angenehmer. Ah, hier um die Ecke, das haben wir gerade ein bisschen umgangen. Das ist das Fundbüro und hier kannst du auch Leute anklagen, sofern du irgendjemanden etwas unterstellen möchtest. Na, das wird auch alles anonym behandelt. Ne, und sonst lost and found? Ach ja. Genau, ja. Report a crime. Ah, ich sehe sie. Aber der arbeitet heute keiner. Ja, doch schon. Der macht nur dauernd Mittagspause. Also wir haben das schon beobachtet, ich glaube, gefühlt 6 Stunden am Stück. Oder ist hier rund? Ja. Genau.
Ja, erzähl mal ein bisschen, was hast du so von Microtech gehört? Wenn du das dein erstes Mal hier ist. Ich bin eigentlich so ein Dorfkind. Ich bin, wie gesagt, ganz frischer Pilot sogar. Mein Onkel, wusste ich, der ist früher als Freelancer hier durch die Gegend und hat kleinere Handelsaufträge gemacht und solche Dinge. Und jetzt da er nicht mehr ist. Es war einfach, das Abenteuer hat gerufen. Ich hatte die Chance, ein Schiff zu kriegen und ich habe mich selbst sozusagen ins kalte Wasser geschubst und lass alles auf mich zukommen. Versuche, alle Eindrücke mitzunehmen, so wie es geht. Oh, hier gibt es auch was, Raumschiffe zu kaufen. Und mein großes Ziel ist ja wirklich nachher Mediziner zu werden. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den Arzt machen will oder ob ich mehr in diese Medical Task Force reingehe. Da habe ich auch schon ab und zu mal gearbeitet während meines Studiums. Mhm. Das wäre halt so mein Ding. Ich möchte halt auch weiter durchs Weltraum fliegen. Deshalb passt das mit dem Raumschiff ganz gut. Aber ich würde mich dann eher auf Search and Rescue. Das ist meine Berufung eigentlich drin. Boah, das klingt ganz gut. Aber ich kann schon mal einen Verband kann ich schon mal anlegen, falls es dir nicht gut geht. Ja, sehr gut. Also auch was medizinische Ausbildung angeht. Medipen auch reinstecken. Wie bitte? Was medizinische Ausbildung angeht, werden wir auch vom Microtech unterstützt. Also wir können dir auf jeden Fall sehr viel offenbaren und ermöglichen. Das würde dir bestimmt gefallen. Also. Ja, ich denke. Ich bin sowieso schon froh, dass ich mal hier gesprächigere Menschen getroffen habe. Denn man wird ja hier als Neuling oft von allen einfach nur ignoriert oder von oben herab behandelt. Ja, das hier in Stanton ist sehr viel los, das stimmt. Und die Leute sind sehr ich-bezogen. Einmal kurz, entschuldige mich einen Augenblick. Ja, er scheint da wohl wahrscheinlich irgendwie was bestellt zu haben, was er einmal prüfen möchte. Ja, Serun kenne ich auch schon länger. Ja. Als ich damals gedient habe, die 2 Jahre bei der Navy, da habe ich ihn kennengelernt. Ne? Er ist aber derjenige von uns beiden, der am meisten militärische Erfahrung hat und dadurch natürlich auch eine riesige Bereicherung ist für Tür. Ne? Was fliegst du eigentlich? Eine Aurora MR leider nur. Mehr gab es nicht drin. Und, aber so eine Aurora ist ja auch nicht unbedingt billig, ne? Also, wie gesagt, die habe ich von meinem Onkel. Der hat sie jahrelang, glaube ich, schon benutzt. Und damit, ja, ich weiß gar nicht hundertprozentig genau, was er gemacht hat. Er hat immer erzählt, er übernimmt Aufträge und macht Handelsmissionen. Und eines Tages ist es halt nicht zurückgekommen und hat mir das Ding vermacht. Aber das ist doch warum schön irgendwie. Ich habe letztens eine Aurora geliehen. Ja. Lange Zeit, dass ich das mal wieder fliegen konnte. Und ich finde, die fühlt sich schon sehr gemütlich an. Ne? Also jetzt nichts für eine lange Strecke wirklich gemütlich, aber... Ja, man kann schon. Sie steht hier sogar noch auf Pad 2 rum, solange sie noch nicht gestort wird. Ich kann sie euch gerne einmal zeigen. Sie hat schon 1-2 Schlachten mitgemacht mittlerweile. Ja, gerne. Also können wir gerne gleich. In der Anfangszeit habe ich noch mitgeschrieben, was für Dogfights ich gewonnen habe. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Aber es ist gut, dass du Kampferfahrung besitzt. Ja, bisher habe ich, ich weiß nicht, ob ich mehr Glück als Verstand hatte, aber oder es ist wirklich... dass das Talent von meinem Onkel da mit mir übergegangen ist. Das wäre ganz gut. Sag mal, was aber mich mal interessieren würde, ne? Im Oktober letzten Jahres, dort hier in der Gegend nennen wir das den Vara-Terror, dort haben sich Leute als Vandul verkleidet in Nachbautschiffen von Vandul und dann unschuldige Shuttle angegriffen. Na, wir hatten tatsächlich auch Leute unserer Besatzung, die vom Port Tressa nach New Babbage wollten und abgeschossen worden sind, leider. Ja. Aber uns wurde auch gesagt, dass solche Vorfälle sich in allen 4 Systemen hier in Stanton wiedergefunden haben. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Gehört habe ich davon, aber es war ja vor meiner Zeit. Wie gesagt, ich habe Gerüchte halber gehört. Gerade Grimhex habe ich gehört, soll ganz schlimm gewesen sein. Ich bin froh, dass ich zu der Zeit noch nicht geflogen bin. Sonst hätte ich wahrscheinlich meine ersten... Tage wären wahrscheinlich auch mein letzten gewesen hier im Verse. Warum fragst du? Ja, ich habe mich einfach dafür interessiert, wie das im Crusader-System war. Ne? Wir hatten jetzt von unseren Leuten wenig gehört. Der Kontakt ist relativ eingeschränkt gewesen seitdem und die Sicherheitsmaßnahmen sind ja jetzt auch erhöht. Wie du vielleicht gemerkt hast, Port Tressler ist um einiges mehr befestigt worden. Gut, wenn du es vorher nicht kanntest. Zu der Zeit war ich ja noch im Hurston-System. Mhm. In ein kleines Dörfchen, deshalb war das so Geschichten von ganz weit weg. Serun, was hast du eigentlich nachgeschaut? Schicke Brille. Dankeschön. Ob mein Quantenantrieb endlich da ist.
Ich habe eine Verbesserung für meine Mercury. Ah, okay. Bestellt und die ist jetzt angekommen. Die werde ich die nächsten Tage wahrscheinlich dann erstmal einbauen. Ja, bin mal gespannt. Ja, wollt ihr eine Runde? Soll ich euch meinen Raumschiff einmal zeigen? Dann könnt ihr eine Runde mitfliegen, dann kann ich euch zeigen, was ich kann. Ja, lass uns kuscheln in der Aurora, gerne. Ja, leider gibt's keinen Sitz. Einer kann sich hinlegen. Aber ihr kennt sie ja. Hinlegen hört sich gut an. Jetzt, nachdem ich so einen Hotdog gegessen habe. Sie ist auch schon irr. Ich weiß gar nicht, warum sie immer noch auf dem Pad steht. Aber wahrscheinlich, sobald wir da sind, wird sie dann doch eingestort. Aber da müssen wir uns gleich einmal umziehen, ne? Ja, das hätten wir hier wahrscheinlich machen können, aber unten gibt es auch noch Plätze, oder? Ja, ich glaube, unten gibt es auch noch was. So, hier gab es auch Locker Rooms, meine ich. Ach, da hinten können wir gleich mal für mich irgendwie ein Zimmer klar machen, oder? Ja, klar. Warte mal. Ich wenn wir schon mal hier sind, dann kann man sich da auch umziehen. Genau. Achso, warte mal, dafür müssen wir zu der netten Dame an der Info von den Habitations. Die befindet sich dort hinten. Na, und dann... Easy Hap. Genau. Auch eine bekannte Kette. Das ist ja gut. Ja. Oh, diese Wasserfälle sind ja auch mal herrlich hier. Haben sie wirklich schick gemacht. Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Ja, einmal Verifikationsnummer 3457. Wir haben eine neue Person, die einmal registriert werden soll auf die Zimmerzuteilung 43. Super. Gut, guck mal, hier hast du einmal die Verifikationsnummer für dein Zimmer. Okay, ich tippe sie ein. Ja. Alles klar. Perfekt. Und jetzt kannst du jederzeit, wenn du möchtest, dich dorthin begeben und dich umziehen. Hervorragend. Super. Können wir das ja da machen? Oder kann man hier, gibt es hier auch Umkleidekabinen oder muss ich jetzt hochfahren? Ja, ich würde am besten einmal aufs Zimmer gehen, dann kann ich meine Sachen auch nochmal holen, ne? Alles klar, dann treffen wir in 2 Minuten wieder. Ja, in 2 Minuten wieder. Bis gleich. Gleich? Sehr gut. Ach, da sitzt er ja schon. Moin! Moin! Serun ist schon mal vor, der setzt sich in der Vanguard, um uns zu begleiten, weil in der Aurora wird es sowieso so klein werden. Ja, habt ihr gewusst, ne? Ja, ein bisschen eng wird's. Ja, genau. Dann noch ist sie immer da, warum auch immer. Hier darf man wohl sein Fahrzeug, solange es geht, auf dem Pad stehen lassen. Oder ist es nicht so viel los heute? Ah, schon schwer bewaffnet hier. Hast du dich gut eingedeckt in Grimhex, oder wo? Ja, genau. Also die kosten ja nicht wirklich viel. Ich habe auch im Crusader-System schon meinen Bounty Hunter-Lizenz gemacht. Das war sehr lukrativ. Und, ich weiß gar nicht mehr, eine teure Mission. Also ich habe ganz viel Delivery gemacht, ganz viel Waste weggebracht. Damit habe ich angefangen. Aber einige Auftraggeber waren wirklich gonoröser, sage ich mal, als andere. Alles klar. Und davon habe ich mir dann halt auch diese schöne Rüstung. Ne? Das war wirklich vom Munde abgespart. Die gibt es in Port Ulysar, diese rote Org-Rüstung. Fand ich sehr schick. Für kleines Geld, naja, so klein war es nicht. Achso, ist ja noch da, habe ich gesagt. Genau. Pad Nummer 2. Alles klar. Ja, das klingt gut. Haben wir beide auf? Ja, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, ne, so in der Freizeit trage ich auch sehr gerne unterschiedliche Sachen. Wenn wir jetzt im Einsatz sind natürlich, wenn wir die Arbeit geben, dann wird es eine bestimmte Dienstkleidung geben. Okay. Ja, aber die Einkleidung findet dann nochmal statt. Den ganzen Papierkram kannst du dann auch einmal noch mit unserem Sturmoberoffizier durchführen. Da werde ich dich dann noch einmal weiterleiten, wenn wir gleich nochmal so allgemein darüber gesprochen haben, was dann auf dich zukommt. Ja, sehr gerne. Aber dann zeigst du mir jetzt erstmal deine schicke Aurora und... Genau, ich mache sowieso vorm Flug meistens, naja, je länger ich fliege, merke ich, desto schlampiger werde ich. Aber ich habe eigentlich angefangen, dass ich immer einmal einen Rundgang ums Schiff mache, zu gucken, ob alles okay ist. Und naja... Na, alles klar. Ein paar Kämpfe hat sie schon, ein paar Mal ist sie schon fast auseinandergeflogen. Aber das verbindet einen noch ein bisschen mehr mit so einem Schiff, finde ich. Hat sie einen Namen? So. Noch nicht, ich überlege wirklich die ganze Zeit. Ich habe noch nicht wirklich drüber nachgedacht, aber es wird wahrscheinlich die nächste Zeit passieren. Oh, guck mal, da fliegt jemand. Ja, das scheint Serun zu sein. Serun hier, Kjell, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch hören. Perfekt. Ah, sehr gut. Funkverbindung, sehr schön. Guck mal, sind wir jetzt alle miteinander verbunden, dann können wir einfach ganz normal weiterreden. Hier ist ja ganz schön dunkel hier. Wir standen wieder auf einer Seite. Oh, wie schön, der Microsec. Okay. Da ist sie. Nichts viel zu sehen, da es gerade sehr dunkel hier ist. Die Standardausstattung? Neue Lawville, man sieht, ich habe doch auf Attrition nicht gefixt. Das ist ja hier nicht so schlimm. Jo. Ja. Warst du die. Viermal gegimmelte Attrition 1. Okay. Ah, schick. Mhm. Da war ich neulich extra wieder mal zu Hause in Lawville, um die zu kaufen. So, ich gehe da mal hier rein. Ich bin ja ein absoluter Fan von diesen Türen, ne? Ja, da passt man mir so gut durch. Oh, hätte ich mal auflassen können, wa? Alles gut. Immer diese automatischen Türen. Bin ja gelenkig. Kletter ich mal hier auf meinen. Pilotenplatz. Okay. Gut. Einmal einen Flug runter nach Microtech, oder was wollen wir machen? Ja, einmal ein kleiner Rundflug über Microtech. Kannst ja einmal nach Jubebit springen und dann siehst du auch schon mal von oben die Stadt. Die hast du ja wahrscheinlich noch nie gesehen, oder? Noch einmal war ich da. Ich habe mir einmal schon diesen. Ja, da waren ganz viele Leute, die joggen waren irgendwie. Ich habe da mir den Laden angeguckt. Ich wollte mir neue Kleidung kaufen, schickere, ja. Aber so viel schickere gab es gar nicht dort. Ja, das jetzt, ist. Ich habe gedacht, dass ich mir was für Schiff kaufen wollte, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, war ich wirklich nur in New Babbage, um mir ein T-Shirt zu kaufen. Und es war sehr enttäuschend, was dort angeboten wurde. Ja, stimmt. Gut. Startservice, hier ist die Aurora MR auf Landepad 2, bitte um Starterlaubnis. Na, redet mit mir. Ah, wir haben Starterlaubnis. Perfekt, super. So. Ja, so was Klamotten angeht, ne, so Apparelli, da braucht man schon relativ viel Credits auf New Babbage, ne? Die lassen sich das gut kosten, die Klamotten. Ja, ich habe mir sogar solche Wärmesachen gekauft, weil irgendwie fand ich das sinnvoll, sich wenigstens warme Klamotten zu kaufen, wenn man schon mal New Babbage ist. Gut, wollen wir hinspringen oder wollen wir einen Direktflug machen? Ja, schon, wir mal das Schiff ein bisschen und machen Direktflug. Ich gebe Vollgas. New Babbage voraus. Sirum, bist du hinter uns? Ja, du's hören? Ich bin am Anschluss. Ja, perfekt. Sehr gut. Dann hat er schon mal sich Kontakt. Cruise Control. Gut, dann mal gucken, ob es irgendwelche Eintrittshitze gibt. Ich versuche es mit Afterburner. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 1212 Meter pro Sekunde und treten jetzt in die Atmosphäre ein. Ja, man hat ja versucht, Microtech zu terraformen, ne? Ist nicht ganz gelungen. Deshalb gibt es so viele unterschiedliche Biome. Ne? Einige Biome sind wirklich angenehm. Dort hatten wir auch schon mal 12 Grad plus gehabt in einem grünen Wald. Ne? Und dann gibt es aber auch noch Orte, die haben teilweise minus 70 Grad Celsius. In New Babbage, die Hauptstadt von Microtech Corporations, ist natürlich ein bisschen an der Stelle, wo man nicht so schicke Temperaturen hat. Aber man ist ja auch meistens drin statt draußen. Genau, das wäre schön, wenn ihr mir mal irgendwann diese schöne Ecke zeigt. Ja, ich hab davon definitiv. Gehört. Werden wir machen. Die wirst du auf jeden Fall sehen. So, hier unten sieht man den Weltraumhafen. Ich versuche mal Richtung Eissee zu fliegen und Richtung. Heißt es da Straßenbahn? Wahrscheinlich nicht. Da kommt das Dorfgate wieder durch. Die Metroloop. Die Metroloop, sehr gut. Genau, die sieht man von hier, das stimmt. So, einmal durch die Stadt durch die Häuserschluchten. Soll ich dir zeigen, was ich kann? Ja, sehr gerne. War schon mal gut, dass du auf jeden Fall Flugkenntnisse hast. Ne? Alles selbst beigebracht, wie gesagt. Eigentlich fliege ich erst seit nur einem halben Jahr mittlerweile. Serun, du kannst dich ja mal bewerten, ne? Als unser. Serun ist nämlich Pilot bei uns. Oha. Und ich hier als Neuling. Wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Angst, weil ich noch zu wenig weiß. Sieht gut aus. Für mein Auge jedenfalls. Ich versuche jetzt so einen steilen Winkel hier runter. Einmal festhalten. Okay. Ja, ich gewonnen. Ja, es geht noch. Okay. Es geht noch. Ich kann mich hier gut, ne? Das Schiff ist ja
nicht so breit. Hier kann ich mich an den Wänden festhalten. Ja, es gibt leider keine Sitzplätze. Oh, einer hat mich aufgefasst. Raiderlock an. Ja, ich werde aber... Oder die Erfassung ist von mir. Okay. Damit ich euch besser folgen kann. Dann jetzt Finger vom Abzug. Falls sich herausstellt, dass du doch kriminell bist, kann ich nämlich schnell rausspringen und er dich abschießen. Na super. Nein, nein, keine Sorge. Wir wollen ja keine Aufsehen erregen hier über der Stadt, ne? Das ist... Oh, das werde ich gleich machen hier. Ja, für die Expo hatten sie tatsächlich eine Flugverbotszone eingerichtet. Die ist jetzt wieder ein bisschen aufgelockert, aber als hier Expo war, hat die Protection Force hier ordentlich Rambazamba gemacht. Ja, also man kann ja auch gar nicht so schnell fliegen durch die Atmosphäre, aber naja, 2,5 Meter pro Sekunde ist schon was. Oh, oh, komische Geräusche aus dem Maschinenraum. Nicht, dass ich hier mit Überlast fliege. Naja, der... Einmal Gas geben. Der Sam McMarshall, von dem ich geredet habe, der... Oh, irgendwas mit dem Schiff los? Ja, ich habe Afterburner, ist ein bisschen warm geworden. Das muss das Schiff abkönnen. Okay. Ah, das ist die Metro-Loop hier. Ja, unter durch, wirklich? Juhu. Ah, nicht schlecht. Ah, nochmal? Muss ich ja was zeigen. Ja. Na, wird da hinten schlecht? Noch geht's. Noch bin ich wohl auf. Dann ist das natürlich hier lächerlich. Jetzt kann ich mich mit dem Bein ein bisschen abstützen. Ui, ja. Ich will nochmal bemerken, dass ich nicht angeschnallt bin. Ui. Und. Oh. Ja. So. Ja, da hat sich. Hat sich der tägliche Sport doch irgendwie gelohnt. Wackelt's doll hinten? Ja, super. Ich habe ein paar Trägerdämpfer drin, aber. Ja, ich habe ja auch die Gravitationsstiefel an, ne? Aber hier wirkt ja immer noch die Gravitation vom Planeten. Ja, ein bisschen. Ich kann auch wackeln. Hui! Zeron, siehst du das? Ja. Empfiehlst du ihn als Piloten einzusetzen? Hui! Als Kamikaze. Auf jeden Fall als Sani so waghalsig zu sein, ist vielleicht nicht ganz schlecht. Uiuiui. Naja, okay, Arctype, also... Dann traut er sich vielleicht jedenfalls in die Kampfgebiete. So. Ui, wieder über Kopf. Also, ich versuche trotzdem mal ein bisschen zu quatschen hier. Die Arbeit bei Tür. Du... Ja. Mit deinem Interesse im medizinischen Bereich würden wir dir... Würde ich quasi Zenor zuordnen, ne? Also, das ist die Freundin von Zerun. Unsere medizinische ambulante Fachkraft. Und dann werdet ihr in Verbindung mit der Protection Force auch medizinisch geschult und unter anderem die vitale Überwachung unserer Truppenmitglieder Dienst leisten. Und wir sind halt kein riesiges Unternehmen, ne? Wir können dir nicht versprechen, jetzt unbedingt gleich reich zu werden, aber du kannst auf jeden Fall überleben. Ja, schick. Ja, mir geht's vor allem um Sicherheit. Ja, die hast du. Inwiefern Sicherheit? Na, alleine ist ja doch gefährlich. Natürlich, ja. In der Gruppe ist es natürlich immer sicherer, ne? Und wir halten da auch stark zusammen. Du wirst dann quasi, du durchläufst bei uns eine sogenannte Jager, eine Jagdgrundausbildung. Dort wirst du alles Nötige beigebracht bekommen, dass du so für deinen weiteren Karriereverlauf wissen musst und du wirst auf jeden Fall viele Freunde finden bei uns. Wir sind dann ganz familiär, ganz freundlich zu dir. Das ist nicht schlecht. Ich würde gerne landen, aber der Wind bläst mich hier stumpf weg. Ja, ein bisschen mehr Druck. Das ist der Nachteil an kleinen Schiffen. Ja, so, jetzt aber. Ja, klappt das? Ja. Nee, wir gut. So. Das war aber ein... Sobald ich
Ich steig einmal aus, ne? Gerne. Dann mach ich mal kurz den Motor aus. Oh, das Schiff rutscht immer noch. Ich soll die Maschine wieder anmachen, glaube ich. Ich werde hier runtergeweht vom Dach. Wir haben minus 82 Grad Celsius. Ui, ist das laut hier. So, bleibt das Schiff stehen? Ich glaube, ich steige einmal bei dir ein, Serun. Magst du die Rampe einmal öffnen? Jawohl. Schon dabei. Ich komme auch mal zu euch. Ups. Uiuiui, ui, ui. Hier ist ja wirklich stark Wind. Ja. Lauf. War drin. Das ist auf allem richtig. Ich steig auch einmal ein, ne? Ich habe noch nie so ein Schiff. Oh, Mensch, das ist ja geräumig bei euch. Wow. Das Schiff hat er tatsächlich ausrangiert von der Navy bekommen, ne? Oder abgekauft. Wie war das nochmal, Serun? Mhm. Nicht schlecht. Ausrangiert von der Navy. Auch hier ein Waffenschrank. Ist offen. Nicht schlecht. Sag mal, Serun, hast du. Deswegen ist es ausrangiert. Serun, hast du irgendwas von der Auxilia One gehört? Ja, wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wir haben den Kontakt zu einer Station verloren. Wir sollen das einmal überprüfen. Okay. Wie jetzt? Überprüfen muss. Ja, ganz einfache Revierkontrolle wahrscheinlich. Ist da einfach nur das Signal verloren gegangen. Da wird schon nichts sein, oder? Ich denke, kann ich da gleich mitkommen? Dringlichkeit war nicht sonderlich hoch. Ja gut, Archetype, dann würde ich sagen, ich melde der Protection Force einmal, dass dein Schiff hier steht. Die werden das dann wieder sicher nach Port Tressel bringen und wir nehmen dich einfach mit. Wie klingt das? Ja, ja, gerne. Super. Ich hoffe, ich kann helfen. Alles klar, dann werde ich einmal kurz die Protection Force kontaktieren. So. Muss ich irgendwo hinsetzen? Das ist. Ja, setze ich irgendwo hin. Protection Force hier, Kate Stamanson, Auxilia One. Wir werden jetzt einmal zu der Station, die in dem Auftragregister zu finden war, fliegen. Und wir haben hier ein Schiff auf dem Pad 0323 in New Babbage, eine Aurora. Könnt ihr die bitte einmal nach Port Tessa bringen lassen, denn der Pilot, der fliegt einmal mit uns. Das wäre lieb. Ne? Also bis dann. So, die wissen Bescheid. Ja. Rampe ist geschlossen. Wird abgeholt, ja. Super. Ja, wird abgeholt, alles. Mach dir keine Sorgen. Ah, dein Schiff braucht auf jeden Fall einen Namen. Sehr gut. Ganz wichtig. Aurora. Aurora. So Aurora wäre auch ein schicker Name, muss ich sagen. Ne? So. Ja, Aurora Borealis. So, Kjeld, hast du die Koordinaten bekommen? Noch nicht. Ich guck einmal. Würdest du sie mir einmal bitte mitteilen? Ich guck einmal nach. Moment. Contracts. So. Schon, nee. Fenster könnte so ein Militärflugzeug mal gebrauchen. Was ist hier oben? Da stimme ich dir zu. Im Moment gibt es Verbindungsprobleme. Also gerade nochmal neu. Ich kann mir was hier hinsetzen. So, hier. Okay, immer. Ich werde das einmal mit dir teilen, Serun. Hast du es bekommen? Ich habe was bekommen, ich habe es auch mal. Ja, ich habe die Koordinaten. Perfekt. Dann würde ich jetzt starten, oder? Ja, das klingt gut. Starten wir mal. Objekt, Revierkontrolle. Das ist ein Fensterplatz, aber hier ist ein Geschützturm. Hui. Ja, da oben ist ein Geschütz. Sitzt er da gerade drin? Ja, ne? Ja, mir wird gerade schlecht. Wo ist denn meine kleine Aurora? Sehe ich sie noch wegfliegen? Da hinten ist sie. Tschüss! Ach ja. Das Objekt ist von Schubi in Interstellar, ist das richtig? Was damit passiert? Ja, wir haben Signal verloren einfach. Keine Ahnung. Also die Projection Force meinte wohl irgendwie Signal verloren. Wir sollen mal überprüfen, ob da alles in Ordnung ist. Ja, tatsächlich schon. Also wie gesagt, die Rewitterungsverhältnisse hier sind ziemlich gewaltig auf Microtech. Ne? Gerade aufgrund des vom Misserfolg bezüglich Terraforming. Ja, und da werden im Moment die ganze Technologie wird ja ein bisschen optimiert. Und jetzt versucht man
und der Kontakt geht des Öfteren verloren. Da müssen wir mal aber zu gucken. Oh, oh, oh. Alles okay? Ganz schön. Ja, stimmt. Irgendwas ist überhitzt. Ah, wir sind schon wieder fast im Weltraum. Ja, wahrscheinlich heizt Zerun wieder so schön. So, ist hier ein schöner Computer? Gerade nicht an. Ich dachte zuerst, hier ist ein riesengroßer Torpedo drin, aber das ist wahrscheinlich zum Antrieb gehörig, wa? Also, Arctype, so, das ist jetzt ein sehr spontaner Auftrag, ne? Du wirst jetzt einfach bei uns am Rücken erstmal bleiben. Das kann echt, da wird nichts passieren, ne? Die Leute werden uns da nett empfangen. Wir werden einmal mit denen reden, ob alles in Ordnung ist. Okay. Ja, und dann werden wir einmal uns darum kümmern, dass das Signal wieder aufgenommen werden kann. Falls da doch aus irgendeinem unvorhersehbaren Grund irgendwas anderes vorzufinden ist, was eventuell gefährlich ist, dann ist es wichtig, dass du genau das tust, was wir dir sagen, damit wir irgendwie zusammenbleiben. Das werde ich tun. Und damit die Sicherheit garantiert ist, die du angefordert hattest, ne? Ich sehe gerade, dass ich ein bisschen verletzt bin hier, aber meine Medizin will nicht funktionieren. Sind wir gerade im Orbit, Zerun? Ja. Bei Orbitalmarke 1. Alles klar. Befindet sich das... Ja, das Zielobjekt befindet sich auf dem Planeten, richtig? Auf dem Planeten Calliope, ja. Oh, auf dem Mond sogar. Okay. Was für eine Art Objekt ist das denn? Ja, mein Mobiglas ist abgestürzt, glaube ich. Ja? Nein. Ja, ich wollte noch mal gucken, was ich so für Ausrüstung habe, aber... Ui, das wackelt ja aber schön. So, im Anflug auf die Shobin Processing Facility. Zerun, befindet sich das Teil auf der Oberfläche oder... Oder im... Ja. Okay, gut. Hatte mich gerade schon ein bisschen gewundert. Aber tatsächlich ist das allererste Mal, dass wir im Auxiliary One-Programm zu einem Mond gerufen werden und nicht auf der Oberfläche vom Planeten irgendwas erledigen. Also... Okay. Das ist ein Debüt. Und der Mond heißt Calliope, ja? Ja, der Mond heißt Calliope, genau. Wir besitzen hier drei Monde um Microtech. Calliope, Euterpe und Clio. Mhm. Alle gefühlt kälter als der andere. aber es trotzdem besitzt so eine eigene kleine Schönheit für sich. Ja, vielleicht wenn du dich ein bisschen hinter Zerun stellst, siehst du sogar wieder aus. Ich spiele noch ein bisschen in den Geschützturm rum, wenn es okay ist für euch. Ja, natürlich. Ich habe einen super Blick auf Microtech gerade. Herrlich. Wir sollten uns auf jeden Fall ankündigen, Zerun, ne? Nicht, dass sie denken, dass wir irgendwelche Piraten sind. Auxiliary One an Bodenstation, bitte melden. Was ist das denn? Auxiliary One an Bodenstation, bitte melden. Ja, kommt da was an? Anscheinend funken sie nichts. Das ist ja schon mal ein richtig schickes Zeichen. Arctype, hast du hier eine Flare verloren? So eine Leuchtflare in grün? Nein, das war ich. Sowas habe ich nicht. Ah, das warst du? Okay. Ich leg dir das mal wieder hin. So. Oh mein Gott, was ist das? Wir sind unter Beschuss. Was? Arctype, benutzt das Geschütz. Na, ich probier's. Warum schießen die auf uns? Was? Es geht ja gut los bei euch. Ja, so viel zur Sicherheit. Ist alles leer. Zerun, können wir Abstand gewinnen? Ja. Ziemlich schon leicht zurück. Sonst müssen wir zu Fuß verlegen. Ja, Mist. Aber ich muss sagen, die Schilder halten. Ja. Da. Da hat's einen. Mehr Schuss habe ich hier nicht.
Nein, der Turm ist leider nur auf 12 Raketen beschränkt. Erster Turm ist ausgeschaltet. Kannst du da im toten Winkel landen? Ich würde eigentlich nur den zweiten Turm angreifen. Okay. Okay. Ja, wenn die nicht zurückfunken und uns beschießen, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Wahrscheinlich sind da irgendwelche... Okay, Arctype, tut mir leid, aber mach dich darauf gefasst, dass wir eventuell Feindkontakt bei der Besichtigung des Objektes bekommen, ne? Klingt super. Ist nicht mein erster Tango. Perfekt. Okay, was ist mit dem PC? Ich komm mal wieder runter, ist ja eh leer. Alles klar. Also, Geschützturmschütze wird aus mir nicht werden. Hast du zweiter Turm ist ausgeschaltet. Kannst du... Sollen wir jetzt nah dran landen oder entfernter? Ja, wenn die Geschütztürme dich im toten Winkel nicht bekommen, kannst du auf der Flanke dort landen. Dann werden wir versuchen, mal zu schauen, was dort schiefgegangen ist. Nein, die Geschütztürme sind ausgeschaltet. Alle? Ja. Ja, okay, dann lande am besten so nah wie möglich, damit wir da... Na, siehst du irgendwelche Feindkontakte? Sieht nicht so aus. Nein. Kannst du hinter den Kanistern dort hinten landen? Oder hinter den Containern hier an der Seite? Irgendwas, was passt. Der Boden sieht relativ frei aus. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Bunker, der Shubin Interstellar gehört. Und den die Protection Force normalerweise in regelmäßigen Abständen anfliegt und Kommunikation hält. Damit hier alles in Sicherheit ist, aber so wie es aussieht. Ist so, genau öffne das Außenluke. Verstanden. Ich geh auf den Weg. Ich geh weg. Oh. Mal kurz. Alles klar. Bedrohliche Außentemperatur. Außenrampe gesichert. Ich halte mich dicht an euch dann. Ja. Serun, bist du bereit? Ja, ich komme gleich. Systeme funktionieren, oder? Versuche weitere Vitalsignaturen in näherer Umgebung zu lokalisieren. So, bin bereit. Okay. Arctype, mach die Waffe bereit. Wir nähern uns dem Bunker. Ist bereit. Ja. Sirun, geh vor als Risikoanalyst. Du bist ganz vorne, ich bin hinter dir. Arctype, du bist hinter mir. Ja. So. Lokalisiere keine Vitalsignaturen auf dieser Ebene. Ich vermute, dass hier irgendjemand eingebrochen ist. Ich hoffe, die haben überlebt. Die Leute von Shubin. Und dabei verdauere ich... Bunker Tür steht offen. Geh jetzt rein. Okay. Sicher. Fahrstuhl ist sicher. Alles klar. Du bist bei uns. Arctype, dort wo ich jetzt hinziele. Ja. Dort könnten Feinde gleich sein. Okay. Einmal in Deckung gehen am besten. Zirun, wir sind bereit. Jetzt runter? Ja, verstanden. Scanne untere Ebene nach weiteren Vitalsignaturen. Sirun, gehst du vor? Ja. Die armen Larven leuchten. Feinkontakt. Ne? Feinkontakt? Hab noch keinen Sichtkontakt. Auf 12 Uhr. Sichtkontakt, 12 Uhr. Oh, er hat uns entdeckt. Oh Gott. Feinkontakt ausgeschaltet. Lokalisiere 6 weitere Vitalsignaturen. Sieht tot aus. Bedrohung unbekannt. Echo hat mir gerade gesagt, hier müssten noch 6 weitere Vitalsignaturen vorhanden sein. Das heißt, macht euch auf weitere Feindkontakte bereit.
Logbuchprotokollierung erfährt leichte Störung. Da steht einer links um die Ecke herum. Kein Schussfeld. Kannst nicht Kontakt. Serun, geh mal vor. Ich decke den Gang voraus. Ausgeschaltet. Verstanden. 5 weitere Vitalsignaturen verbleibend. Feindkontakt, 12 Uhr. Noch einer. Nachladen. Bekämpft. Nachladen. 3 weitere Vitalsignaturen verbleibend. Lade ebenfalls nach. Feindkontakt. 2 Stück. Nachladen. 1 weitere Vitalsignatur verbleibend. Nachgeladen. Ecke verzeichnet 1 weitere Vitalsignatur. Feindkontakt. Ausgeschaltet. Keine weiteren Vitalsignaturen verbleibend. Keine weiteren Signalsignaturen verzeichnet. Sieht gut aus. Okay, wisst ihr, was mich wundert? Michi. Wo sind die Leute? Ja. Keine Spur von den Angestellten. Scanne Identität. Was? Warte mal, Serun, schau dir mal die Leiche an. Igor Barovic, 26 Jahre alt, Herkunft Orison, Beruf nicht gelistet. Ja. Ja. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Oder welche Gruppe das sein könnte? Ich würde sagen, kleine Piratengruppe, oder? Ja, das würde ich auch sagen, nur nichts, was wir kennen, oder? Die sehen unbekannt aus. Keine Embleme. Ja. Keine Ahnung, wer sich so eine lächerliche Farbe raufklatscht. Arctype, alles in Ordnung bei dir? Bei mir ist alles okay. Ja, guck mal, hast du ein bisschen Action in deiner Bewerbungsphase. Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, ich weiß, was mit der Kuh passiert ist. Dieses Blut stammt von einer 2 Stunden alten Wunde. Aber kein Leichnam, oder? Nein. Aber jede Menge Blut. Oh. Okay, ich versuche hier einmal die Aufzeichnungen herunterzuladen. Echo, kannst du mir dabei helfen? Ich werde einmal die Serverräume suchen. Bereite Datendownload vor. Serverport KD03. Benötige Zugang zu den Servern. Stationskontrolle. Sieht ziemlich zerstört aus hier alles. Definitiv. Oder einfach nur alt. Also wenn hier jemand umgebracht worden ist, außer die Leute, die wir gerade erledigt haben, dann wurden die weggeschafft. Ja. Hier sind noch Blutspuren. Hier auch alles voll. Echo, einmal ich bitte runterladen. Download beginnt. Was hast du gefunden? 3 Leichen. 3 Leichen in Säcken. 3 Leichen in Säcken? Mhm. Download beendet. Verstanden, Echo. Ganz schön blutig. Warte, ich komme einmal zu dir. Oh ja. Oh. Weißt du, wie groß ist die Besatzung hier normalerweise? Oh, das ist unterschiedlich. Also es könnte sein, dass das alle 3 sind. Es könnten aber auch genauso 2 Dutzend sein. Laut Schubin-Liste, Krogemann des Personal Manager, Vitalin Slavok, Mining Analyst, Daryl Burke, Mining Koordinator. Ja, Kameraden, damit wäre das ein Auxiliary One-Fall, ne? Das ist jetzt nicht weiter Protection Force. Das sieht mir nach organisierten Verbrechen aus. Tatort wurde gescannt und wurde der Auxilio One-Datenbank hinterlegt. Oh je, was sieht so nach labormäßig aus, als ob die hier Drogen versucht haben herzustellen. Ja, da hast du recht. Das sieht nicht so aus, als hätte das Schubin gemacht. Ne? Wobei, so Geologenhammer. Ja, da ist so ein chemisches hier. Ich weiß nicht, ob es hier hingehört. Ist auch alles sehr vernebelt hier.
Okay. Also, ich denke mal, wir werden die Protection Force einmal kontaktieren. Die werden das Gebäude einmal neu sichern und Chubin Interstellar kontaktieren. Und sobald die hier angekommen sind, werden wir nach Port Tressler aufbrechen. Dann müssen wir das einmal mit Thane McMarshall besprechen, was hier passiert ist. Die Aufzeichnungen werden wir einmal analysieren und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. Ich frage mich wirklich, ob wir diese Gruppe vielleicht kennen, die hier randaliert haben. Ja. Aber keine weiteren Leichen. Jedenfalls nicht hier drin. Aber Türkisrot ist ja eine interessante Farbwahl. Definitiv keine Ninetales. Und auch keine Dusters. Okay. Zurück zum Aufzug? Ja, zurück zum Aufzug. Archetype, wo bist du? Ja, bin. Ich komm. Treffen uns beim Aufzug, okay? Alles klar. Was für ein Dreck. Find den Weg hier. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Hier ist noch ein Lagerraum. Ich werde einmal die Protection Force kontaktieren, okay? Ja. Protection Force, hier Kietz, Damanson, Auxilia One. Wir haben bei einem Signatur 3457 Shubin-Objekt, das gesendet worden ist, haben wir 3 Leichen gefunden und 7 Feindkontakte eliminiert. Wir bitten einmal, das Objekt zu sichern, damit wir hier abrücken können. Danke. Ende. So, die wissen Bescheid. Siron, ist bei dir alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Denen haben wir es gezeigt. Definitiv, auch wenn wir kein bisschen vorbereitet waren. Das ist ja ein Einstand bei euch. Ja. Durchatmen hier. Also sowas kann dir durchaus öfter passieren, wenn du mit uns unterwegs bist, ne? Das wäre ein Risiko, das ich bestimmt noch heute erwähnt hätte, wenn uns das nicht direkt schon passiert wäre. Nun denn. So, die Protection Force wird gleich hier sein. Wir können auch schon direkt weiter dann. Folge euch. Deine Aurora wurde nach Port Tressler gebracht. Dann werden wir jetzt auch einmal wieder anreisen. Dann werde ich dir einmal die ganzen Papiere geben. Und wir klären demnächst noch einmal, welche Laufbahn du genau einschlagen wirst, damit du deine medizinische Berufung bei uns irgendwie nachgehen kannst. Ja, auch wenn das dann alles so läuft. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall, dass du uns angesprochen hast. Ja, es war ja ein schöner Zufall, dass ihr ausgerechnet über sowas geredet habt. Das stimmt. Oh, das ist aber eine große Waffe hier vorne dran. Junge, Junge. Da möchte ich nicht vorstehen, wenn die losgeht. Das tut bestimmt weh. So. Super. Okay. Ich wasche mir mal kurz die Hände hier. Ich muss einmal kurz. Alle an Bord? Alle an Bord. Wir legen uns mal kurz hin, Siron, ne? Sag uns Bescheid, wenn irgendwas ist, damit wir in den Turm springen können. Wobei die Munition ist alle. Ja. Also, Archetype, entspann dich. Wir haben. Das macht er. Wenn hier was passiert, dann haben wir eh keine Chance.
wackelt. Schöne Schatten hier. Ui, oh, ich hab extra Handgranaten gekauft. Hätte ich heute mal endlich mal eine benutzen können, hab's vergessen. Ja, immer sehr riskant, Handgranaten zu benutzen. Ja. Das glaube ich. Ja, Vitalwerte sehen gut aus. Keine Verletzungen. Kaffeemaschine fehlt dir. Ja, stimmt. Serun, du brauchst eine Kaffeemaschine. Gibt's an diesem militärischen Schiff nicht. Ja, schon. Hier liegt ja das Knicklicht rum. Kaufst dir einfach eine auf Portressler und stellst sie hier rein. Ja, kann man natürlich machen. Archetype, wie ist denn Hörsten so? Erzähl mal. Also ich war ja schon mal da, aber wie findest du das? Sehr industriell und man wird sehr gut beobachtet. Also es ist eine sehr oligarchische Gesellschaft. Die Familie Hörsten hat halt alles immer noch fest im Griff. Ja, du hattest erzählt, ja, du kommst also vom Land, ne? Ja, also Aufbegehren gegen die Obrigkeit kann ich nicht empfehlen. Ja, die Hörsten Security hat er auf jeden Fall ist ordentlich hinter den Ohren. Ja, man darf zu jeder Zeit von der Security durchsucht werden. Da aber, ist nichts mit Privatsphäre. Aber weißt du was, das ist hier im Microtech nicht anders. Also der einzige Konzern hier in Stanton, der ein bisschen freundlich ist, ist tatsächlich Crusader Industries. Die sind so ein bisschen der weiße Ritter hier. Na gut, hier liegt ein Medipen auf dem Boden. Wahrscheinlich meiner. Wahrscheinlich. Hatte ich vorhin benutzt, einmal. Dann bin ich heute Nacht richtig schlecht geschlafen und seitdem brauchte ich ein bisschen. Das Knicklicht wollte ich auf den Tisch legen, aber es ist wieder runtergerollt. Naja. Aha, hier ist ein Regal. So, so. Serun ist echt gemütlich hier. Für einen militärischen Standard, ja, auf jeden Fall. Da sind also alle Gerätschaften. Oh, hi. So. Und ausgeschlafen oder was? Ja, ich verdauere jetzt unser Essen von vorhin. Sehr gut. Nachdem wir jetzt. Kann ich dich hochheben mit meinem Traktorstrahl? Nö. Ja, ich sehe schon was. Das Knicklicht kann ich nehmen. Nicht, dass du Serun hier irgendwas kaputt machst, ne? Hier, Knicklicht. Lustig. Huch. Ah, ich lege es mal wieder hin. Und dieses alte. Oh, das geht sogar. Hier, dein. Kriegst du ein bisschen Medizin? Ja, nee, ich habe im Moment genug. Alles gut, danke. Na gut, dann da vorne. Piloten nicht nerven damit, war? Nee, ich glaube, wir hatten heute genügend Nix. Stress. Genügend Stress für einen Tag. Ach. Oh Mist. Entschuldigung, ich habe dein Cockpit ein bisschen dreckig gemacht. Ah. Ja, ich steck schon meine Waffen weg. Aktuell, hast du denn noch irgendwelche Fragen an uns, ne, bevor wir hier Papiere austauschen? Ja, wo geht's morgen los? Wann treffen wir uns wieder? Portressler treffen wir uns an den Terminals morgen früh. Ne, und dann gibt's einmal nochmal eine kleine Einweisung für dich. Ich werde dich dann einmal an Amöbe weiterleiten, dass er dich einmal nochmal mit der Jager informiert und du wirst dann der Rekrutengruppe 1 zugeteilt, der ersten und zweiten Fliegertruppe. Dort wirst du dann in die medizinische Sparte eingeteilt. Ich wusste gar nicht, ja, dass man. Kann man diese Treppe hier bewegen? Ja, das ist ein Geheimfach. Oh, das wusste ich gar nicht. Serun, das hast du mir nie erzählt. Ich habe ja alle Knöpfe mal gedrückt. Welche Treppe meint ihr denn?
Ja, die kleinen Stufen hier zum Cockpit, also, nee, die davor, die vier, ne? Vier Stufen sind es. Die kannst du hochfahren. Oh, ach so. Das wusste ich aber auch noch nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, das Geheimfach ist ja leer. Das muss ich mir auch mal angucken. Wo ist denn der... Auf der Treppe, hier. Hinter der Tür. Oh, das ist aber die Tür, Moment. Hinter der Tür? Und dann ein Stück weiter. Ja, ein Stück durchgehen. Ein Stück durchgehen? Also hier. Geh durch und dann... Ah. Ja. Das kann man schmuggeln, wa? Gut. So, wir sind im Portressler angekommen. Schon gelandet? Oh, hervorragend. Schick. Das ging ja schnell. Ja. Du tust ja schon wieder auf. Hier ist irgendwie ein Poltergeist, glaube ich, der die Tür immer aufmacht. Ja, wahrscheinlich ist das Signal hier oder der Sensor gestört durch die Witterungsverhältnisse auf dem Mond, wo wir waren. So. Oh, ein Vitek-Quantenantrieb. Na, Nobel geht die Welt zugrunde. Die Microtech Protection Force ist nun bei dem Schubin-Objekt eingetroffen. Jetzt erst raus. So, deine Aurora müsste von der Protection Force hergebracht worden sein. Das freut mich. Ja, dann kannst du da die gleich einmal abholen. Interessantes Fahrwerk hier mit Ketten. Nicht schlecht. Definitiv. Ja, Arctype, dann würde ich sagen, wir treffen uns morgen früh in der Lobby. Was sagst du dazu? Ja, gerne. Ich bin sonst auch jederzeit über Mobiglas natürlich erreichbar. Klar, und du hast ja jetzt auch ein Zimmer zugeordnet bekommen. Gefällt dir das soweit? Alles angenehm dort? Das war sehr schön, ja. Mhm. Gleich umgezogen. Da gehe ich auch gleich hin und werde erstmal nach dieser Aktion. Alles klar. Meine Dusche nehmen. Super. Dann werde ich dir morgen nochmal alle möglichen anstehenden Termine in der nächsten Zeit zukommen lassen und deinen Dienstplan. Und dann wirst du demnächst auch deine Kameraden kennenlernen. Hervorragend. Ja. Dann danke ich euch zwei recht herzlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch mitkommen wollt zum EasyHap oder nicht, oder ob ihr noch was anderes vorhabt, aber ich muss mich hinhauen auf jeden Fall, denke ich. Ja, ich muss gleich noch was Wichtiges besprechen und ich denke mal, genau, aus der Runde wirst wahrscheinlich zurück zu Ostara fliegen, ne? Die Ostara befindet sich im Anflug auf Port Dressler. Bitte nochmal, wie? Ich glaube, du wirst wieder zurück zu Ostara fliegen, zu unserer Caterpillar, oder? Zu den anderen? Oder, ja, denke schon. Oder optimiert der Karma gerade alleine das die Brücke? Ja, verstehst. Zurzeit habe ich sie allein gelassen, ja. Na gut, erst bekommt sie schon hin. Okay. Arctype, dann wünsche ich dir noch einen schönen Feierabend. Ja, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Ja. Ich regle mit der Protection Force jetzt einmal unseren kleinen Vorfall dort eben und dann geht es bald weiter. Alles klar. Dann bis denn. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Logbuchprotokollierung wird beendet. Ich übernehme die Synchronisierung mit der Cloud Memory.